Hi, my name's Sean White. I am a professional snowboarder and skateboarder, and I'm here hanging out with the kids of Innsbruck, doing a little riding. Karvi Kult, das war das Motto am vergangenen Sonntag in der Superpipe des Kütahyer Kai Parks. Der unangefochtene Snowboard-Superstar des neuen Jahrtausends, Sean White, hatte auf Einladung von A&Style-Gründer Andrew Ormond den Weg nach Innsbruck gefunden. Der Ausnahmesportler ließ es sich dabei nicht nehmen, dem Tiroler Nachwuchs ein unvergessliches Saisonfinale zu bescheren. Einmal mehr belegte Innsbruck und Tirol damit seine führende Position als Wintersportdestination im alpinen Raum. I think it's the fact that you could live in the city and easily get to the mountains. You know, there's plenty of good mountains around this area, and I think that it's going to breed that type of riding, the freestyle riding. You know, people are going to learn new tricks and definitely be pushing the sport in the future from this area. Rund 40 Kinder und Jugendliche genossen trotz widriger Witterungsverhältnisse die Lektionen von Sean White. Cool war, wenn der Sean White mir in Five vorgezeigt hat. Groß war auch der Andrang bei der Autogrammstunde, bei der sich Sean als Star zum Anfassen präsentierte. Trotz Jetlags stand er geduldig für die vielen Autogramme seiner Fans zur Verfügung. Also er ist schon recht nett. Er unterschreibt. My favorite part is watching the kids ride. You see their excitement, you see that they're wanting to try new things, something to experience. Andrew Ormond, der Vater des Kult-Events A&Style und Gründer der A&Style Company GmbH, an der White seit Anfang dieses Jahres die Mehrheitsanteile hält, hatte den Szenestar nach Innsbruck und ins Kütahy geholt. Ja, es ist natürlich schon ein strategischer Schritt gewesen, weil mit dem Sean White kann man natürlich dieses Produkt aus Innsbruck weltweit platzieren, was immer mein Traum gewesen ist. Und gemeinsam werden wir, glaube ich, das schon schaffen, den Event in USA, Europa und China weiterhin zu platzieren und zu stärken. Möglicherweise soll auch nach schöpferischer Pause das Snowboard-Spektakel A&Style im kommenden Jahr wieder in seine Heimat zurückkehren. Yeah, definitely looking for Innsbruck. I mean, that's the hometown of many, many riders and friends of mine. So I think it's a great place. To have one of our premier events. Dem A&Style-Erfinder liegt der Kai Park im Kütahy jedenfalls sehr am Herzen. Insgesamt gab es im Premierenwinter bereits 25 Events. Das war überhaupt so ein Traum. Also wir haben den Park im Dezember mit der Snowboard-Legende Daria Harkonsen eröffnet. Und jetzt am letzten Tag der Saison beenden wir es mit dem Sean White. Also viel besser kann es nicht mehr gehen. Begeistert vom standesgemäßen Saisonabschluss und der einzigartigen Trainingssession zeigten sich am Sonntag aber nicht nur die sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen. Auch für Fritz Kraft, Direktor vom Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer, war die Stippvisite von Sean White ein Besuch von hoher Symbolkraft. Die Präsenz von Sean White und der ganzen Crew ist natürlich ein wunderschöner Abschluss. Am Ende eines Winters, der kein leichter war, der aber letztlich ein gutes Ende gefunden hat.